Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge. Der nächste Gartenrundgang ist dran und es haben tatsächlich auch wieder Sperrmüllschätze zu mir gefunden. Vorab, und das habe ich in der letzten Folge vergessen, Pascal und sein Chef, vielen Dank für den 1000 Liter Tank. Müssten 1000 Liter sein, oder? Ja doch, ich glaube, die sind genormt. Ich bin sehr glücklich und vielen Dank für euren Einsatz, denn die zwei haben mir das auch in den Garten gebracht. Ich habe quasi keinen Handschlag getan, außer mir das Ding quasi zu sichern. Also vielen Dank dafür. Okay, ich will gar nicht lange rumpalabern. Ich würde sagen, mit dem Sperrmüll fange ich an, vielleicht in so Etappen. Lauf ein bisschen rum, zeige. Ihr kennt das ja, was sich alles so getan hat. Aus meiner Sicht ist wieder mega viel passiert, weil ich war ein wenig fleißig, ein wenig mehr fleißig. Ich habe ja in der letzten Folge beim Knoblauchbeet die Erdbeeren reingebracht und gemulcht und das habe ich bei vielen anderen Sachen dann auch durchgezogen. Letztendlich hat sich bei den Tomaten auch einiges getan und ja, das möchte ich euch alles zeigen. Bleibt dran und seht selbst. Auf geht's. Direkt hinter mir legen wir mal los mit den Tomaten, oder? Das seid ihr. Fangen wir mal bei meinen Tomaten an. Hier tut sich einiges. Ich werde jetzt die Tomaten gar nicht groß nochmal zeigen, auch wenn ich es gerade tue, aber das wollte ich gar nicht. Diese eine verfärbt sich so langsam in Richtung Rotton, die Tomaten letztendlich zum Schluss haben werden. Oh, die Zwiebel ist aufgegangen. Guck mal, im letzten Video war das noch kleiner und zu. Okay, sehr interessant. Und ich bin gerade schon an der Tomate hängen geblieben. Es wächst mir über den Kopf. Das Teil ist dazugekommen. Das Teil ist für die Gurke dazugekommen. Die rankt sich hier hoch. Und alles ein bisschen mit Gegengewichten. Ich habe ausgegeizt ordentlich. Ich habe alles ein bisschen fixiert und angebunden, mein System überprüft mit den Schrauben. Ja, das ist jetzt hier vorne nicht zu sehen. Da ist eine zu sehen. Da. Und bin mal alles angegangen, was zu tun war bei den Tomaten. Ansonsten lasse ich die im Moment. Ah, da ist noch was zum Ausgeizen. Gleich mit dabei, doch noch was gefunden. Aber das kennt ihr von mir ja schon. ansonsten Blätter weg, die nichts mehr taugen. Sind jede Menge neue Tomaten entstanden. Da oben ja, hat es die Decke erreicht, sehe ich gerade. Was schon wieder in dieser kurzen Zeit passiert. Da ist auch wieder was zum Ausgeizen. Ist man einmal bei und kann schon wieder bei. Naja, aber so ist das. Ist auch völlig okay. Da habe ich keinen Druck. Und wie man sieht, Tomaten kommen ja ohne Ende. Die Dinger hier werden auch immer größer, das wurde mir auch ein bisschen schwerer. Ich habe es angebunden und auch hier mit dem Gegengewicht wieder gearbeitet. Ansonsten nichts Besonderes zu erzählen, außer eine Sache noch. Ich habe beim Anbinden, ich habe das hier mit, was ist das, Jute-Seil, ne? Jute-Band, Jute, ja, liege ich schon richtig, habe ich das angebunden. Und ja, ich habe feststellen müssen, das verletzt ein bisschen die Pflanze hier unten auch. Könnt ihr das sehen? An dem Teil. Da ist es nicht so schlimm, aber hier, wenn man das so anbindet, ach, man sieht das gar nicht. Da, wenn man das so anbindet, das verletzt auf jeden Fall die Pflanze. Das da ist nicht so schlimm. Ja, und das habe ich hier alles ein bisschen ausgedünnt, sodass die Tomaten nicht verdeckt sind. Das tat der Pflanze auch gut, dass die Energie in die richtigen Ecken gesteckt wird. Ja, und die Gurken. Wisst ihr noch, wie die klein die vor zwei Rundgängen war? Da hängt schon ganz schön eine Abarade. Da ist auch noch eine. Und selbst das hält sich alles noch. Und hier vorne kommt das nächste kleine Gürkchen. Okay, das war ein Update hier zu dem Tomatenkasten. Ich bin hammer happy. Ich mag das auch ein bisschen wild. Habe ja den Seitentriebe da nicht weggemacht. Aber ja, also ich bin sehr happy. Jetzt sieht man das Rot auch ganz deutlich. Guck mal hier. Ne, ist schon eine andere Farbe im Vergleich zu denen da oben. Wir kriegen ja so einen richtig geilen Rotton nachher. Also bin happy, das wird wohl die erste sein, die ja nachher vollreif wird. Ja, dann gehen wir mal zu den anderen Tomaten als erstes und dann zeige ich euch mal die nächsten Sperrmüllschätze. Ihr könnt gespannt sein. So, und ihr kennt mich ja hier bei König Kürbis. Den habe ich jetzt auch vom Thron vertrieben. Ist wohl nicht das Kürbisjahr für mich. Und ich sagte ja schon, ich wollte den umsetzen, umpflanzen. Und ja, die Zucchinis kommen richtig gut. Und wie ihr sehen könnt, ich habe überall gemulcht. Ja, also nicht nur hier übrigens, auch die Kartoffelhügel haben Mulch bekommen. Da war ich einige Schubkarren holen.
Dabei habe ich noch für Sabine das Huhn, erinnert ihr euch? Thomas Huhn, auch nochmal 2 Schubkarren voll mit Heu gebracht. Hat sie einiges zum Futtern. Ja, und jetzt sind wir hier bei den Tomaten. Und bei den Tomaten habe ich auch gemulcht. Bei allen. Dann auch das Maishügelbeet. Da habt ihr schon einige Folgen von gesehen. Ansonsten blende ich die mal wieder ein. Beziehungsweise eine davon geht ja nur auf einmal. Aber ich denke mal die letzte mit dem Maulwurf. Wer das mit dem Maulwurf nicht kennt, bitte unbedingt gucken. Das ist so süß und Zucker. Lohnt sich auf jeden Fall. Wer einen Maulwurf noch nicht gesehen hat, so kriegt da einige Zeit geschenkt. Und die Tomaten kommen, die grünen. Da könnt ihr alle selbst sehen. Und auch hier habe ich überall mit den Gewichten wieder nachgezogen, ausgegeizt und so weiter. Das habe ich alles gerade eben gemacht. Die Tomaten beim Tomatenkasten mit der Hühnerleiter als Ranghilfe, die habe ich, das liegt schon ein paar Tage zurück. Da auch schöne grüne. Somit ist das jetzt wieder alles überarbeitet. Ich bin ziemlich happy, dass ich damit gerade vor bin, weil ich natürlich auch nicht möchte, dass irgendwelche Tomatenpflanzen umknicken. Aber ja, generell, es war ja schon alles mit Gegengewichten versehen, aber oben war es halt schwankend und durch die Tomaten wurde es halt auch schwerer und da muss ich ein bisschen Ausgleich schaffen. Und so wie das jetzt ist, bin ich sehr zufrieden. Hier das Beet hat auch was gekriegt. So, ich habe euch Spermischätze versprochen. Das ist wieder ein Mix aus etwas vom Bauch und etwas, was am Straßenrand lag. Ansonsten habe ich noch einen Koffer voller Spermischätze. Ich werde mal einfach weitermachen. Und zwar direkt hinter uns oder hinter der Kamera vor mir. Einmal so ein Korb, solche Körbe habt ihr bestimmt schon gesehen. Hamburger Fischmarkt, wer da mal war. Oder ach, ich weiß nicht, wie weit die schon verteilt sind in Deutschland oder auch in den umgebenden Ländern. Also ich habe ja aus allen Richtungen, wo mir die Leute zugucken, Frankreich, Österreich, Schweiz, Belgien, Schweden, Großbritannien, überall guckt man mir zu. Das ist übrigens total berührend, weil ich hocke ja immer vor der Kamera oder stehe vor der Kamera und rede. Und rede auch mit euch, sonst würde es auch gar nicht so fließend funktionieren. Und wenn man sich das da mal bewusst macht, ist das dann schon mit Gänsehautmomenten versehen. Also es berührt mich sehr. Und ich bin auch sehr dankbar an dieser Stelle dafür, dass ihr da alle offen für seid. Falls jemand aus dem Ausland Deutsch versteht, jetzt mal unabhängig von Niederlanden, Schweiz, Österreich. Ich glaube, ich weiß nicht, wie gut die Belgier sind. Spermischütze sind dran, ich habe zu viel gelabert. Der Korb hier, um den ging's, habe ich am Straßenrand gefunden. Stand da, super. Hat unten ein bisschen Nahtprobleme da. Ich halt mit dem YouTube-Band da nochmal rum, da auch. Oder das Ding landet irgendwie mit Erde befüllt, irgendwo mit einer Pflanze. Mal gucken. Und dann vom Bau gibt's Fenster, die in meinem Garten gefunden haben. Auch da von Pascal und seinem Chef abgestaubt, könnte man mal sagen. Die habe ich dann aber selber rübergefahren. Bin ich sehr glücklich mit, weil das ist alles richtig schöner Chrom. Muss natürlich aufpassen. Hier, das ist alles scharf, aber für zukünftige Projekte, was auch immer ich da noch baue. So, ein paar Sachen verrate ich mal. Ich will ja noch eine Hütte bauen und da finden bestimmt noch mal Elemente ihren Platz. Dann so Sichtschutzgeschichtchen, dass so Elemente reinkommen oder Hochbeet und so. Das sind so meine ein paar Ideen, die ich jetzt mal preisgeben kann. Wollen wir mal einfach gucken, was das letztendlich wird. Verfolgt meine Doku-Serie und ihr werdet irgendwann später sehen, wo das seinen Platz gefunden hat. Übrigens vielen Dank an Pascal und seinen Chef für die Unterstützung. Ich freue mich sehr. Gut, für die, ne, auf dem Bau, die müssen den Kram loswerden, die müssen das entsorgen. Ist quasi eine Win-Win-Situation, aber ich bin trotzdem sehr dankbar dafür. Das ist ganz wichtig in meinem Leben, auch dankbar zu sein. Pascal, wenn du mir zusiehst, vielen Dank. Und das darfst du deinem Chef auch nochmal ausrichten, auch wenn ich euch das persönlich schon gesagt habe. Im Zucchini-Kasten. Wow, das wird ja noch so ein Oschi. Guckt euch das mal an. Also, wie gesagt, ich habe große Hände und ich habe gestern schon eine geerntet. Wenn ich nur ein Foto finde, Lars, blend das mal ein.
Oh, vielen Dank, Lars. Hat gut geklappt. Ich werde euch mal den Rest des Gartens noch zeigen, was ihr alles so getan hat. Ihr wisst ja, ich habe ein paar Schubkarren Heu hierher geholt. Vieles davon ist in den Beeten gelandet. Das müssen so insgesamt 10 an der Zahl gewesen sein, plus 2 noch für Thomas, für seinen Huhn. Und ein Teil ist dann hier gelandet, hinter mir. Und der Rest befindet sich tatsächlich in den Beeten. Das war echt eine Menge, was da unterkommen musste. Was gibt's noch zu zeigen? Ich gehe mal weiter rum. Dann Kohlrabi-Beet, wie ihr sehen könnt, immer mehr ausgedünnt. Gestern habe ich noch eine verschenkt. Oh, ist da schon eine Bohne hier? Weiß das einer? Das ist ja witzig. Ja, das sind die ersten kleinen Bohnen. Wie süß ist das denn? Herrlich. Leute, ich entdecke ja die Welt ganz neu. Ich habe ja von nichts eine Ahnung. Mach einfach ein paar Sachen, greife ich auf. Ein paar Tipps kriege ich über die Kommentare. Aber ansonsten bin ich ja ein blutiger Anfänger. Und deswegen ist die Freude megamäßig bei den Dingen, die ich dann so entdecke. Bei den Bohnen, ich habe es ja schon erzählt, da sind Läuse dran, die ich noch loswerden möchte. Ich glaube, da reichen jetzt meine Aufnahmen nicht, dass ich das konkret zeigen kann. Ich kann euch davon erzählen. Und ich habe mit Brennnesseljauche rüber, den Tiff hatte ich ja von Thomas. Das hat funktioniert bis hierhin, sind definitiv weniger geworden. Und das werde ich weiterverfolgen. Die nächste Brennnesseljauche ist schon angesetzt und wartet hinten und stinkt schon rum. Ist dann irgendwann die Tage mal wieder dran. Ja, und die Rankhilfe wird weiter wunderbar genutzt. Sind alle schon am Rumwickeln. Ich habe ein paar ein bisschen umgelegt. Der hier ging ja da hinten hoch. Den habe ich jetzt hier lang gemacht. Ja. Das Teil wächst hier auch eifrig hoch. Bin sehr glücklich. Die sind ganz wichtig für uns Menschen. Die fleißigen Bienchen. Da eine ganze Lütte. Finde ich sehr stylisch. Schön, dass es so einen Kontrast hier im ganzen, ja, wie soll man sagen, Sonnenblumenfeld dann geben wird. Und es kommen ja noch andere Farben zum Vorschein. Da öffnet sich noch eine hier. Dann wisst ihr, wovon ich rede. Sehr schön. Schön. Ach, und Steffi, die fette Henne, so heißt sie ja, hat auch einen Platz gefunden. Das mögen die Schmetterlinge dann wohl nachher sehr gerne. Ich bin gespannt, ob dieses Jahr noch was geht. Aber ich habe ein gutes Gefühl, weil die sieht noch super aus und ist gut im Stoff. Ist im Topf gelandet. Mal gucken, wie sich das entwickelt, ob sie den Platz mag. Ich lasse sie auch genau hier stehen. Die Bohne rankt sich hier immer weiter. Ich habe ein bisschen umgelegt. Die war erst an dem hinteren Teil. Und so hatte sie ein bisschen einen besseren Platz. Ja, und ihr wisst, ich feier Borretsch, ne? Ohne Scheiß. Lecker, lecker. Und das wird immer größer, oder? Was meint ihr? Riesig. Und die Bienchen sind da und die Hummelchen sind da. Und alle feiern so das Teil. Ich möchte euch jetzt nicht länger auf die Folter sparen. Die letzten Spermenschätze sind dran. Ich muss mich mal umgucken, nicht, dass ich irgendwas vergesse. Ja, ich glaube, das war das Gröbste hier. Noch nicht einmal erwähnt an meine Nachbarn Sabine und Ralf, hinter mir zwei Parzellen weiter. Die haben einen Schlauch geschenkt. Einen schönen Schlauch mit Spritze vorne, wenn das so heißt, ich habe keine Ahnung. Und Adaptern und alles, was ich brauchte, damit ich das Ding anschließen und schon benutzen kann. Und zwar handelt es sich um einen schönen langen Gartenschlauch. Sie sagten, bevor es im Müll landet oder so und ich das gebrauchen kann, würden sie es mir gerne geben. Ich bin sehr dankbar. Jetzt komme ich überall ein bisschen leichter ran, auch wenn ich so Gießkanne sehr gerne mag. Oh, ich habe was gefunden, was ich euch noch zeigen kann. Und zwar hier. Die Erdbeeren, die gehen irgendwie ein. Die werden ziemlich knusprig, wie Steffi sagte. Aber ich werde sie ordentlich weiter gießen und ich werde mal ein paar kaputte Blätter abnehmen, damit sie die Energie in die richtigen Ecken stecken. Ich bin immer noch beim Knoblauchbeet und dieser Knoblauch, naja, wenn er oben so wird, habe ich mir sagen lassen, kann man den ernten. Das ist ein ziemlich kleiner. Aber es macht nichts, auch die kleinen werden verzehrt, gar kein Thema. Die sind dran. Ich hole mal eine Forke und hole die mal raus. Boah, der riecht super, natürlich auch erdig.
Ach, guck mal, da kann ich auch die erste Schicht abmachen. Es kommen bestimmt viele Kommentare oder Gedanken auf jeden Fall in euren Köpfen für die, die sich auskennen. Ey, das bleibt noch dran, lass noch mal trocknen, so und so lang. Ganz ehrlich, ich habe super gute Erfahrungen jetzt schon gemacht. Nach einer Woche die sogar zu verzehren. Also ja, trocknen auf jeden Fall. Aber so wie ich das mal aus dem Profi-Video mitgekriegt habe, ich will jetzt hier kein Dissen, ne? Sascha, wenn du zuguckst, ihr macht das schon alles super, ihr wollt ja auch so die maximale Ernte und es gibt viele Zuschauer, die das genauso machen wollen. Für mich ist das so okay. Ja, so sieht das Ding aus. Oh, das war zu viel. Jetzt war ich zu forsch. Obwohl, das geht noch. Ja, so sieht das Ding aus, dafür, dass es klein war. Oh, das geht voll klar. Das hier unten werde ich abschneiden, oben da, und dann wird das tatsächlich mindestens eine Woche getrocknet und vorher werde ich das auch nicht verzehren. Ich habe folgende Erfahrung gemacht, ich habe das am gleichen Tag schon gegessen, war lecker. Nach einer Woche habe ich das auch schon gegessen, habe das bei 50 Grad noch im Backofen getan, das war schon trocken so, aber da ging ja noch ein bisschen was. 50 Grad Backofen, 10 Minuten. Und dann habe ich das noch mal ein bisschen abkühlen lassen, danach verwendet. Das war so lecker, echt. Also ich vermisse da gar nichts. Und völlig ausreichend für meine Zwecke. Und ja, generell so als Tipp von den Profis, wenn ich das Video finde, werde ich das mal oben rechts verlinken. Von SelfBio, der Sascha ist da mit dem Marcel. Ich glaube, Heinrich war da auch dabei. Warst du auch dabei, Heinrich? Weiß ich nicht, aber dann werde ich das Video mal verlinken. Wer da von den Profis die Tipps haben möchte, das findet ihr jetzt oben rechts. Ja, und den nehme ich mit nach Hause, werde ihn trocknen und nächste Woche wird er schon verschnaguliert. Habe ich richtig Bock drauf. Ich bin totaler Knoblauch-Fan geworden. Vorher ja nicht so, ab und zu mal ja okay, aber jetzt, ich komme gar nicht mehr weg davon und ich werde das auch hier so gestalten, dass ich nahtlose Ernte habe. Werde auch ein bisschen gegen die Uhren arbeiten. Bisher, was ich so mitgekriegt habe, sagt man ja irgendwie im Frühjahr ja und im Herbst. Mir wird das völlig egal sein, ich setze das rein und es ist völlig ausreichend und letztendlich von dem, was ich raushole, kann ich auch wieder neuen Knoblauch setzen, habe ich ja gelernt. Nee, setzen ist verkehrt, ne? Stecken. Knoblauch stecken heißt das. Ja, so ist das mit mir. Mhm. Ja, ich mache einfach mal weiter. Laberababer, ihr wollt Sperrmüllschätze sehen. Also will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Aber das war noch zeigenswert, oder? Topinambur wächst mir über den Kopf. Ganz genauso. Richtige Brummer. Also guck mal, wie fett das Teil ist. Riesig. Hammer, oder? Da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Wird Zeit, dass ich da ein Video gucke, Art. Und dann an dieser Stelle in einem anderen Gartenrundgang habe ich die auch schon verlinkt. Das mache ich jetzt nicht nochmal, das reicht. Ja, und ich kackle hier mal durch. Und ja, hol mal die restlichen Spermischätze her. Die habe ich in einem Koffer. Und ich hoffe, ich kriege alles in dieses Video rein, habe nichts vergessen. Spermischätze, Spermischätze. Oh, mir fällt noch was ein, der Apfelbaum. Bleibt bitte dran. So, und zwar der Apfelbaum. Ist ja voller Äpfel und beim Nachbarn habe ich gesehen, wie ein Ast abgebrochen ist, weil es einfach zu schwer wurde. Und ich habe ein bisschen Sorge um den hier. Der ist voll mit Äpfeln und wenn ihr den mal anguckt, der federt schon richtig schwer. Ich würde es jetzt nicht heraufbeschwören. Würde wahrscheinlich auch gut gehen, aber ich will auf Nummer sicher gehen. Das Ding kriegt von mir irgendwann nochmal eine Krücke verpasst. Mal gucken, was ich mir da einfallen lasse. Vielleicht was ganz Einfaches, nicht so Schönes. Vielleicht mache ich aber auch irgendwas Do-It-Yourself-mäßig, was schon ein bisschen ja, vorzeigbar ist. Vielleicht irgendwas mit, vielleicht was Verstellbares. Weiß ich nicht, das wird die Zukunft da zeigen. Aber das Ding ist schwer, es geht bis nach da. Und ich möchte nicht, dass es abknickt. Was ich richtig schön finde ist, wenn ihr mal guckt, das Ding geht auf den Weg und wenn ich das jetzt ein bisschen ja, stabilisiere und abstütze, dann kann man hier bestimmt wunderbar unten durchgehen. Ich zeige das mal ein bisschen vor, so in etwa. Ich denke, das ist sehr interessant. Ich stoße mir übrigens regelmäßig den Kopf. Ich bin so ein kleiner Dösbattel, so ein kleiner Schussel.
Und das passiert mir auch öfter hintereinander. Ja, egal. Sperrmüll war dran. Sorry fürs Verlängern, aber das wollte ich auf jeden Fall noch abhaken. Oh, ich könnte schon wieder was zeigen, aber das lasse ich jetzt wirklich weg. Ich hab's ja gleich. Sperrmüll, wo mache ich das? Der Koffer, der Koffer, der Koffer, der Koffer. Ich hole mal raus und mache das vor eurer Nase. Auch mal ein bisschen Schatten ist jetzt auch gut, ist nämlich mega warm heute. So, ich werde jetzt mal die Böcke holen, den Koffer, und dann mache ich das direkt hier vor der Kamera, eins nach dem anderen euch zeigen. Also, für mich ist jeder Sperrmüllschatz ein Sperrmüllschatz. Ich habe jetzt kein Gold gefunden, kein Silberbesteck oder so. Das sind für mich Sachen, die ich einfach immer wieder verwenden kann, recyceln kann, upcyclen kann, wie auch immer, in welche Richtung das geht. Und ich zeige euch das einfach mal. Erstmal die Böcke. So, jetzt geht's los. Dieses Holzstück gehört auch dazu. Ich habe übrigens ich hatte in einer Folge, in der ersten Folge hatte ich eine Holzkiste mit Scharnieren und Verschluss. Und da kam der Tipp in den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Ich weiß jetzt den Namen nicht aus dem Kopf. Das für mein Saatgut zu verwenden. Und das ist wunderbar. Und das passt auch super in das Konzept, dass wir irgendeine Trennwand oder so. Das habe ich auch gefunden und findet da auch seinen Platz. So, auf geht's. Was gibt's da drin? Ne? Ja, okay, ist nicht alles Sperrmüllschatz. Ich habe zu Hause noch einen Korb gehabt. Die habe ich mir irgendwann mal gekauft. Sowas, wunderbar. Auch das noch von zu Hause. Das ist von einem Sofa, was ich geschenkt bekommen habe. Das habe ich einfach tiefer gelegt und ist da abgefallen. Vier Stück habe ich davon. Das sind die anderen zwei. Dann diese schönen Dosen. Mal gucken, ob ich das rankriege hier. Oh, da riecht man noch die Pomade. Tatsächlich auch noch kein Sperrmüllschatz, aber definitiv recycelbar. Da finde ich irgendein Plätzchen für. Vielleicht kommt auch irgendwas rein zur Aufbewahrung. Einfach mal gucken. Ja, ich hatte mal Zeit, so ein bisschen Rockabilly-mäßig und hatte das Zeug in den Haaren, diese Pomade. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr mache. Da habe ich mir meine ganzen Klamotten und mein Sofa und Kissen alles eingesaut. Das kriegt man da nicht mehr raus. Also, das habe ich nach und nach alles entsorgt. Nach unzähligen Versuchen, es sauber zu kriegen. Aber ich finde die schön und irgendwo kommen die hin. Dann hatte ich mal vor, Schallplatten zu recyceln und habe mir das im Backofen ja, in Form gebracht. War noch nicht ganz stabil, hätte ich mir noch mehr einfallen lassen müssen. BMX und Dirtbiker bin ich ja mittlerweile gewesen, könnte man schon fast sagen. Ich komme gar nicht mehr zum Fahren. Die Lust ist auch noch nicht so wiedergekehrt. Da gab es so ein paar Sachen in meinem Leben, in den letzten Jahren. Und da habe ich die Segel streichen müssen. Aber irgendwann kommt es wieder. Da wollte ich mir mal so Halterungen basteln für die Wand, wo dann Vorderrad reinkommt oder Hinterrad reinkommt. Und ja, wäre so ein ganzes Konstrukt geworden. Bin ich nicht weitergekommen, das zweite Teil ist nämlich kaputt gegangen und ich hatte es noch nicht wieder aufgegriffen. Aber vielleicht ergibt sich hier irgendwas Neues. Dann hat diese alte Tasche zu mir gefunden. Zu Hause habe ich die schon benutzt. Die Geschichten hier, guck mal, habe ich selber gemacht. Pfeilen und so. Ist einfach nur so Werkzeug von mir zu Hause und was ich zu Hause noch liegen hatte, habe ich hier gleich reingehauen. Oh, noch ein Messer. Schraubendreher. Ja, das war's. Aber total zu gebrauchen, so Erste-Hilfe-Werkzeugset oder so. Mal gucken, was da reinkommt letztendlich. So, und dann auf den Sperrmüll gefunden. Oh, ich habe einen Teil zu Hause vergessen. Naja, kommt, ziehe ich noch nach.
Und zwar das hier. Schön Scharnier. Ich denke, das erklärt sich von selber. Oben das Stück fehlt, kommt noch nach. Da war vorher ein Spiegel dran. Ist mir runtergefallen, kaputt gegangen. Und ja, lag aber alles auf dem Sperrmüll. Und das wird irgendwo hier noch eingearbeitet. Ich mag das. Recyceln, das wisst ihr ja. Und perfekt für hier, würde ich sagen. Ja, dieser Koffer ist von außen hässlich. Vielleicht von innen für andere auch. Ich finde ihn aber toll. Und vielleicht lässt sich das Äußere sogar noch streichen. Ich hatte irgendwie schon ein paar Farben im Kopf. Habe aber nicht so viel Ahnung bei Sachen, die gestrichen werden, die sich noch bewegen. Da muss irgendein Weichmacher rein, dass der Lack nicht abplatzt. Vielleicht hat da einer Ahnung und kann mir unter den Kommentaren was schreiben. Ich bin da total grün in den Ohren und weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Aber wenn ich da dann irgendwann mal recherchiere, komme ich da schon selber drauf, falls jetzt keine Antworten sollte. Ja, von innen sieht er so aus. Ich finde, der hat was. Mal gucken, was das wird. Werde ich irgendwo integrieren. Mein Kopf arbeitet immer kreativ mit und für alles lässt sich irgendwie was finden. Ich will jetzt nur nicht die Dinge messihaft sammeln. Also ich denke mir da schon was bei und sortiere auch aus. Was ich nicht gebrauchen kann, gebe ich auf jeden Fall wieder weg. Und ja, aber ich möchte ja so ein bisschen den Kreativmarkt hier in meinem Bunker integrieren für meine Kreativoase in diesem Bereich. Was noch nicht war, ist die Gartenplanung. Die werde ich euch mal oben rechts einblenden. Wer sie verpasst hat, ganz seltene Eindrücke bei dem, was so geplant ist. Normal verrate ich nicht so viel, aber in dem Fall habe ich eine Ausnahme gemacht und ein bisschen was präsentiert. Also die Folge lohnt sich auf jeden Fall. Müsst ihr unbedingt anschauen. Also wer mich länger verfolgt, hat es natürlich schon gesehen. Aber für die unter euch, die mich vielleicht auch ganz frisch kennen sogar, das ist eine Folge, die dürft ihr echt nicht verpassen. So, ich werde das mal ein bisschen verstauen wieder. Weil wenn alles offen rumliegt, dann fehlt mir der Platz für andere Sachen. Ja, ich habe zwar Sperrmüllschätze angekündigt und vergessen, was hier alles drin war, ehrlich gesagt. Deswegen ist das auch ganz viel Recycle-Gut, aber es passt ja trotzdem zum Thema. Ach, hier ist es sogar kaputt. Oh, das lässt sich noch reparieren. So, zack. Habe ich euch eigentlich schon mal den Anhänger gezeigt, der zu mir gefunden hat? Das war ein Geschenk von Thomas. Ich glaube, den zeige ich nochmal, ein Fahrradanhänger. Und witzigerweise, Dirk, falls du mal zusiehst, du hast mir dann nochmal die Fahrradkupplung dafür spendiert. Die Fete, also hinten das Anhänger-Verbindungsstück zum Fahrrad. Und ja, ich zeige einfach mal, weil den soll ich nämlich gleich mit nach Hause nehmen. Übrigens, dieser Korb ist auch ein Sperrmüllfund. Davon habe ich noch mehr. Ich weiß nicht, ob ich das mal in die Kamera gehalten habe. Aber solche Sachen finde ich am Straßenrand. Leute, haltet die Augen offen. Ich bin super viel zu Fuß unterwegs. Das kann ich euch auch raten. Das ist gut für die Gesundheit. Und seid fit. Die meisten wissen ja noch gar nicht, wie alt ich bin. Habe ich noch nicht verraten in den Videos. Die, die mich persönlich kennen, wissen es. Also auf jeden Fall die meisten. Aber die meisten sind auch immer wieder überrascht. Dazu erzähle ich aber ein anderes Mal mehr. Ich werde ja noch mal ein Gesamtresümee machen, was ich wohl aufs Ende des Jahres verschiebe, wenn ein Jahr rum ist, weil ich einfach so viel zu tun und zu zeigen habe für euch, dass das im Moment einfach keinen Platz findet. Und ich bin total im Flow, was Videodrehen angeht und so. Ich mache einfach eins nach dem anderen. Labarababa. Ja, um das Teil handelt es sich, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann, ich gehe mal ein bisschen runter. Um das Teil handelt es sich, reicht, oder? Völlig ausreichend für meine Zwecke. Ich darf nur die Rädchen nicht verlieren, da muss ich ein bisschen mit Momo basteln, beziehungsweise er hat mir geholfen. Ein bisschen Draht drum gewickelt, weil ich habe unterwegs ein Rad verloren, als ich die Jungpflanzen geholt habe von Dirk und Gerhard. Und hiermit möchte ich mich auch schon verabschieden. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, für alle, die bis hierhin gekommen sind.
Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ein weiterer Gartenrundgang war das. Und ich möchte schon mal ankündigen für alle Treuen, die halt bis hierher gekommen sind, dass noch eine ganz besondere Folge wartet. Ein ganz besonderer Gartenrundgang. Ich kriege nämlich Unterstützung. Ich werde nicht alleine sein. Vielleicht werde ich auch komplett passiv sein und die Person machen lassen. Ihr könnt euch freuen. Das ist eine total herzberührende Geschichte. Und ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber bleibt dran, verfolgt mich. Abonniert mich in diesem Sinne. Da gibt es übrigens eine Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Klickt die ruhig auch an und dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, wenn die Folge erscheint. Ja, ich bedanke mich nochmal bei euch. Dann verabschiede ich mich. Tschüss, euer Lars.